Heute zeige ich euch, wie ihr dieses coole Lumenband machen könnt. Und für alle, die jetzt sagen, du willst mir zeigen, wie Lumenbänder geknüpft werden? Also ich kann das schon seit 100 Jahren. Die sind ja auch schon so lange, gibt es Lumenbänder. Und ja, ich brauche da gar keine Tutorials mehr zu. Ich kann das eh alles. Und kann auch schon viel profimäßigere Sachen machen. Ich kann Kugeln machen, ich kann Gebäude machen, ich kann Tiere machen. Und du willst mir zeigen, wie so ein Lumenband mit einer Gabel funktioniert? Ernsthaft? Ja, diese Leute müssen sich das Video ja nicht anschauen. Ich zeige auf jeden Fall denen, die eben noch nicht so viel Erfahrung mit Lumenbändern haben, wie ihr das Ganze einfach mit einer Gabel hinbekommt. Es werden natürlich auch noch Videos folgen, die dann darauf aufbauen oder einfach ein paar schwierigere Videos zu Lumenbändern. Jetzt mal das Basic und so habe ich nämlich auch mein erstes Lumenband gemacht. Jeder muss ja mal klein anfangen und ja. Ich werde gar nicht mehr weiter drum herum reden, nur noch eine kleine Ansage und zwar dieses Body Spray von Victoria's Secret, was ihr da im Hintergrund seht. Das gibt es zu gewinnen. Alle weiteren Infos verlinke ich euch mal in der Infobox. Bevor ich dieses beginne, möchte ich einen ganz lieben Menschen grüßen und zwar die Leonie02, die mir auf Instagram folgt und gefragt hat, ob ich sie mal in einem Video grüßen kann. Und natürlich mache ich das. Viel Spaß! Für das Lumenband braucht ihr eine Gabel mit 4 Zinken, Lumenbänder, eine Häkelnadel und einen Verschlussclip. Die sind aber meistens in den Original-Lumenpackungen dabei. Zuerst nehmt ihr die Gabel in eure linke Hand und legt dann je einen Gummiring, ich habe es jetzt mit der Farbe Pink gemacht, in Form einer 8 um die beiden linken und die beiden rechten Zinken. Das heißt, ihr habt alle Zinken eurer Gabel mit einem pinken Gummiband belegt. Im nächsten Schritt legt ihr dann einen weiteren Gummiring in Form einer 8, ich habe das jetzt mit dem blauen Lumenband gemacht, einfach über die beiden mittleren Zinken. Danach zieht ihr die Gummiringe, die auf den mittleren Zinken unten liegen, also die pinken Bänder, straff einzeln über die Zinken drüber und somit auch über das blaue Lumenband drüber und bringt es eben auf die Rückseite der Gabel. Wenn ihr die Gummibänder dann nach hinten gezogen habt und auch mit eurem Zeigefinger hinten fixiert habt auf der Rückseite der Gabel, dann müsstet ihr jetzt ein pinkes, zwei blaue in der Mitte und wieder ein pinkes Lumenband auf eurer Gabel liegen haben. Und ab jetzt werden die Gummiringe dann nicht mehr als 8, sondern einfach unverkreuzt über die Zinken gelegt. Und dann haltet ihr die Gummis auf der Rückseite der Gabel fest und hebt dann nacheinander alle unten liegenden Gummis über die anderen herüber und bringt die eben auch wieder auf die Rückseite der Gabel. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsstet ihr nur noch 4 Gummis einer Farbe, also wenn ihr das so wie ich macht mit den zwei Farben, dann müsstet ihr jetzt nur noch die pinke Reihe von den Bändern sehen. Dann wird wieder ein nächster Gummiring über die beiden mittleren Zinken gehoben. Das ist jetzt in meinem Fall wieder der blaue. Und dann wieder die unteren in der Mitte liegenden über dieses blaue Lumenband gezogen. Und dann wiederholt ihr das Ganze so lange, bis die Gummiringe entweder aufgebraucht sind oder ihr das Gefühl habt, das passt jetzt wirklich um euren Arm. Wenn euer Armband dann die gewünschte Länge erreicht hat, hebt ihr die beiden äußeren Schlingen ganz einfach auf die mittleren Zinken, sodass ihr nur noch die beiden mittleren Zinken belegt habt. Und dann dreht ihr auch eure Gabel einfach auf die Vorderseite und hebt alle 4 Gummischlingen, die sich noch auf den Zinken befinden, eben auf die Häkelnadel aus eurem Lumenbandtütchen und dann nehmt ihr einen weiteren Gummiring in der Farbe eures Bandes, also ich habe jetzt hier
einen pinken Ring genommen und zieht diesen dann durch die vier Schlingen hindurch, wie ihr das jetzt hier seht. Wenn ihr das Verschlussloomband dann vorsichtig durch die vier Schlingen gezogen habt, könnt ihr das Loomband von der Gabel ziehen und dann müsst ihr nur noch den Verschluss an den Bändern einhaken und zieht diesen dann anschließend nochmal fest, damit wirklich das Band nicht von dem Verschlusshaken rutscht. Und genau das gleiche macht ihr dann auch auf der anderen Seite des Bandes, was ihr dann eben auch in das Verschlusshäkchen einhängen könnt. Und fertig ist euer Loomband. Und mit dieser Farbvariation, finde ich, sieht es aus, als würde der Mittelstreifen aus kleinen Herzchen bestehen. Und meiner Meinung nach eignet es sich auch super als kleine Aufmerksamkeit für die beste Freundin oder einfach so als kleines Geschenk. Wie gesagt, das war jetzt ein Basic-Tutorial für alle die, die noch nicht so viel mit Loombändern gemacht haben. Einfach ein Basic, was jeder wirklich zu Hause nachmachen kann. Ich hoffe, es hat euch. Hier befindet ihr euch jetzt auch in meiner Endcard und da seht ihr nochmal das New York Video mit allen Infos zur Verlosung und ein anderes Armband Video. Ihr könnt da draufklicken, wenn ihr noch Lust habt, weitere Armbänder zu kreieren. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, tschüss!